E-Scooter sind super. Wir sehen ja im Ausland, dass Deutschland da viel zu bürokratisch, viel zu langsam ist. Gerade für die letzte Meile eine absolut super Ergänzung. Und deswegen muss das dringend in Deutschland schneller in den Markt kommen. Wir brauchen mehr Wettbewerb bei der Bahn. Flixtrain zeigt ja, dass Bahnfahren billiger werden kann. Und ja, wir wollen vor allem auch mehr Geld in die Bahn investieren, in die Infrastruktur und vor allem auch den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Bahntickets. Als Industrieland braucht Deutschland dringend Glasfaser bis in jeden Haushalt. Kann nicht sein, dass wir das Schlusslicht in Europa sind. Wir müssen dringend mehr investieren, Aktien von Post und Telekom dafür verkaufen. Wir brauchen mehr Effizienz und Transparenz beim Ausbau durch ein Gigabit-Grundbuch und wir wollen auch dafür sorgen, dass es innovative Verlegetechniken wie zum Beispiel Trenching gibt. Ja, ich war früher mal ganz gut im Fußball, habe A-Jugend-Regionalliga gespielt, leider viele Verletzungen nicht zurückgeworfen, bin dann in die Politik abgerutscht, aber auf dem Fußballplatz immer weiterhin top motiviert, manche sagen auch übermotiviert. Man ist ständig erreichbar. Man muss auch lernen, das Handy mal auszuschalten. Man hat einfach viel zu wenig Zeit für Familie und vor allem für die Kinder. Zur Wahrheit gehört dazu, dass es auf absehbare Zeit ganz ohne Emissionen nicht geht, weil die irgendwo immer entstehen. Wir brauchen auf jeden Fall Technologieoffenheit, Innovation, nicht nur auf einen Antrieb setzen, sondern auf Innovation wie auch zum Beispiel synthetische Kraftstoffe. Auf jeden Fall, der Bund investiert jetzt schon in sogenannte Radschnellwege, damit man besonders schnell von A nach B mit dem Rad kommt. Radfahren macht Spaß und hält gesund. Der Verkehr muss digital vernetzt werden, ÖPNV und Individualverkehr werden verschmelzen, autonomes Fahren wird vorankommen und es wird auch bald Flugtaxis geben. Die Binnenschifffahrt ist besonders nachhaltig und ökologisch, deswegen wollen wir dort mehr investieren in Schleusen, Wehren, Vertiefungen da, wo es notwendig ist. Wir wollen auch die Wasser- und Schifffahrtsgebühren abschaffen, um diesen wichtigen Verkehrsträger weiter zu stärken. Man muss auf jeden Fall Mobilität und auch die Emissionen ganzheitlich betrachten, also auch die Kosten, die Umweltkosten, die bei der Produktion von Batterien entstehen. Und deswegen kritisieren wir, dass auf der europäischen Ebene in der sogenannten CO2-Flottenregulierung sehr einseitig auf batteriegetriebene Elektromobilität gesetzt wird. Erst ab einer gewissen Laufleistung ist der Elektromotor besser als der Verbrenner. Deswegen wollen wir Technologieoffenheit. Jede Technologie hat unterschiedliche Vor- und Nachteile. Der FC Bundestag spielt in jeder Sitzungswoche in der Regel dienstagabends im Friedrich-Jahn-Sportpark im Prenzlberg, 18:30 Uhr. Einfach zur Not nochmal mein Büro anrufen und nachfragen. Man kann mich jederzeit entweder in Berlin oder im Saarland treffen. Man kann mich auch ganz altmodisch anrufen. In den sozialen Netzwerken reagiere ich selber. Einfach mal ein Büro anrufen, Termin ausmachen, ist gar kein Problem, mich zu treffen.